Wir haben jetzt hier ganz gute Fortschritte in diesem Krieg gegen die Tyrannei in Aquitanien gemacht, sind jetzt wieder bei 65% Kriegsstand und die feindliche Armee zieht sich hier mit gesenktem Kopf zurück, man sieht's. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie sollen wir den restlichen Kriegsstand zusammenbekommen? Und da bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als hier weiter zu belagern. Wir müssen natürlich schauen, wie die Versorgungssituation aussieht. Das ist ja immer noch so ein leidiges Thema. Wir können hier mal schauen, wie es bei den Armeen aussieht. Hier haben wir 39, hier haben wir 37. Diese Armee hier hat sogar keinen Anführer. Da werden wir noch jemanden zuteilen müssen. Wir hätten hier den Graf Raimond von Coruna, wobei der ja eigentlich dort unten in Coruna sein müsste. Das heißt, wir werden hier einfach mal unseren Stallmeister zuordnen, Maurice de Milly. Theoretisch könnte auch hier unser Sohn da mal mitkämpfen, sich mal ein bisschen behaupten. Ja, wieso nicht? Der kann auch mal einen Heer mit anführen. Er hat ja schließlich auch eine Kriegsausbildung genossen. So, das bedeutet aber hier auch, dass wir die Armee auswählen wollen. Moment. Die Belagerungswaffen hat. Und mit der werden wir jetzt irgendwo hinziehen. Ja, zu irgendeiner Burg, die wir halt direkt erobern wollen. Schauen mal, hier haben wir die Armee. Das müsste die Armee sein, die hier ja von Herzog Pagnon geführt wird. So, und jetzt haben wir hier eigentlich das feindliche Gebiet. Das ist am nächsten dran. Von daher werden wir das einfach mal erobern. Hier haben wir ja sogar zwei Burgen direkt. Das heißt, die ziehen wir hier zuerst ab. Lassen einfach mal die Zeit weiterlaufen. So, ja, genau. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wohin sich denn die feindlichen Heere hier zurückziehen. Und man sieht, sie sind ja in alle Himmelsrichtungen verstreut. Ja, 7000 Mann haben wir hier. Und, oh, hier meldet sich jetzt unser Sohn. Unser Sohn Simon, ne? Ich bin in Paris angekommen, um euch zu huldigen, glorreicher König, als Zeichen meiner Treue. Ich hoffe, mein Eid, mich unterzuordnen, reicht als Beweis meiner Ehre. Ja, mein Sohn, ihr müsst uns nichts schenken. Wobei hier, er hat ganz schön Gold angehäuft in der Zeit. 632, das ist natürlich nicht übel. Das war natürlich jetzt der Sohn, der eine Zeit, wo nicht klar war, dass er zu unserer Dynastie gehört und der sich jetzt mittlerweile ganz schön was darauf einbildet. Ja, also ein arroganter Schönling. Und man sieht auch, er hat sich hier ganz in den Farben unserer Dynastie auch gekleidet, inklusive seiner Frau hier, Prinzessin Cecilie von Burgund. Schauen wir mal, was das für eine ist, weil sie guckt so ein bisschen geheimnisvoll drein. Ja, sie ist rachsüchtig und eine begabte Diplomatin. Na gut, ja, führt ihn sofort herein, das passt schon. Und er präsentiert sich uns, er kniet ehrerbietig nieder und wir sagen zu ihm, dient mir gut, Prinz Simon. Wunderbar, wir erhalten hier, er erhält Prestige, wir erhalten Prestige und die Dynastie erhält noch etwas Bekanntheit dazu. Wunderbar. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, wie lange dauert das jetzt hier, 6 Monate, dass wir hier mit der restlichen Armee natürlich so ein bisschen nachziehen. Nicht, dass wir hier irgendwie dann noch eine böse Überraschung erleben, wenn sich die hier doch irgendwie sammelt und eine Armee abfängt. So, wir gucken mal, unsere Verbündeten belagern hier allerdings weiter. Das ist allerdings auch ganz gut. Ja, das ist ja auch nur eine Festungsstufe von 3. Haben die eigentlich Belagerungsgerät dabei? Naja, ein wenig. 6. Was mich aber ein bisschen wundert, was haben die denn hier für Truppentypen dabei? Ah, hier schweres Fußkarle besitzen sie. Obwohl es hier die Armee von... Ah, das ist das Herzogtum von Kent. Das ist der Mann unserer Tochter. Okay, und deswegen hat er wohl die Möglichkeit, irgendwie Huskarle anzuwerben. So, jetzt müssen wir hier natürlich schauen, dass wir mit den anderen Armeen auch mal weiterziehen. Hier haben wir nur 31. Und das bedeutet, dass unser Sohn hier einfach mal die Versorgung aufstocken wird. Er wird einfach mal hier in dieses Gebiet ziehen. Hier ein bisschen weiter gen Süden. Kann sich da ruhig ein bisschen absondern. So, und hier belagern sie jetzt aber schon... Nee, das sind wir. Ich wollte schon sagen. Warten wir, bis die Armee hier abgezogen ist.
Und jetzt ist es tatsächlich soweit. König Simon ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das kam jetzt überraschend, weil ich habe nämlich noch auf seine Gesundheitssituation geschaut. Und da stand nämlich eigentlich, ja, dass die Gesundheitssituation schlecht ist. Er hatte ja auch diesen übel riechenden Trank seines Leibarztes getrunken und ihm war da so ein bisschen unwohl. Aber er hatte auch diverse Vorteile durch die Skarabäusbursche, durch seinen maßvollen Lebensstil, durch die exotische Verpflegung am Hof. Aber er ist jetzt wohl daran gestorben. Wir schauen nochmal. Er starb tatsächlich an Altersschwäche. Die de Chatillons werden nie sonderlich alt. Also die 70 erreichen sie hier scheinbar nie. Ich lese einfach mal vor, was hier steht. König Simon von Frankreich hat diese Welt verlassen im Alter von 67 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er brach schamlos die Ehe. Und man wird sich an ihn erinnern, ob seines Verrats und seines zügellosen Wesens. Ja, da können wir vielleicht noch ein bisschen dazu sagen. Ja, er war seiner Frau nicht treu. Das lag aber vor allem daran, dass er ja lange Zeit überhaupt keinen Sohn hatte. Er hat ja vor allem viele Töchter gezeugt. Mit seiner ersten Frau noch. Mit seiner zweiten Frau hat es dann ja doch ein bisschen gedauert, ehe überhaupt etwas geschehen ist. Da dachte man noch, teilen die denn überhaupt das Bett oder klappt da irgendwas nicht? Deswegen hat er die ein oder andere Affäre gehabt. Bisschen exotischen Affären hat er dann auch gefrönt, wie zum Beispiel einer mit seiner Rivalin, da ging es ja hauptsächlich um Machtausübung. Und er war natürlich, ja, ein verwaltender König, der hauptsächlich die Infrastruktur von Frankreich ausbauen wollte. Diese ganzen kriegerischen Geschichten, die dann doch seine Herrschaft mitgeprägt haben, die haben sich ja eher nur durch den Kreuzzug des Papstes ergeben und die Verwicklungen in Iberien, wo ja seine Tochter das Königreich Badajoz bekommen hat. Und im Zuge dessen, bei diesen Konflikten dort, kam es ja auf ein Aufeinandertreffen mit Asturien. Und die waren zu der Zeit nicht unsere Feinde. Und trotzdem haben wir da 10.000 Mann verloren. Und ja, so ein bisschen als Retourkutsche hat der König dann natürlich einige Gebiete in Asturien beansprucht. Und das hat die ganzen letzten Folgen ja eigentlich umfasst. Dieser Konflikt hat in einem weißen Frieden geendet. Ansonsten hat er hauptsächlich hier seine Töchter unterstützt, die Königinnen. So, wer ist sein Nachfolger? Sein Nachfolger ist König Louis. Er besteigt den Thron. Da er über großes militärisches Geschick verfügt, erwarten viele, dass er uns zu zahlreichen Siegen auf dem Schlachtfeld führen wird. Und davon gehe ich auch aus. Wir hatten ja schon mal drauf gezeigt, vielleicht kann ich das hier sogar direkt nochmal zeigen. Diesen Rahmen kann man jetzt hier nicht verschieben. Ich werde auch nochmal die ganzen anderen Sachen hier genauer zeigen. Beim letzten Tod eines Herrschers wurde ich darauf hingewiesen, dass wir da doch vielleicht nochmal genau drauf schauen sollten. Und da hattet ihr auf jeden Fall recht. Ja, König Louis IV. Wird hier der Nachfolger sein, im Alter von 23 Jahren. Ja, und er hat diese militärische Ausbildung genossen, ist dort durchaus begabt, ist vor allem hier kampfstark, persönlich auch. Das heißt, man wird ihn sicherlich auch persönlich in den Schlachten erleben. Ich denke nicht, dass er sich dort groß zurücknimmt. Der ist wie sein Vater ein eigenwilliger Charakter. Aber was sie ganz beträchtlich unterscheidet, ist, dass er ein religiöser Eiferer ist. Und da ist, denke ich, die Richtung klar. Das Feindbild Al-Andalus in Iberien. Ja, und da werden wir sicherlich den ein oder anderen Feldzug erleben. Aber er hat natürlich hier König Louis auch mitbekommen, wie es ist, wenn man einen erfolglosen Feldzug führt, ohne auf seine Verbündeten zu warten, ohne das richtige Timing zu nutzen, ja, ohne eigentlich richtige Truppenaufstellung zu besitzen und das Ganze halt richtig vorzubereiten. Aber da hat ihm einfach die Kenntnis gefehlt, ja. Und die hat König Louis auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass seine Ausbildung hier ja nicht allzu glücklich verlaufen ist. Er selbst aber, und das ist vielleicht sogar noch bezeichnend, ist ein Logistiker.
Das heißt, wenn er dieses große, gut versorgte Heer hier anführen wird, dann werden wir wahrscheinlich hier nicht mehr in diese Versorgungsprobleme kommen. Und wir blicken jetzt aber auch mal hier nach rechts oben und sehen schon die Einnahmen, die aktuell hier bei minus 79,5 Gold liegen. Das liegt natürlich daran, dass er sehr schlecht in der Verwaltung ist. Das ist wirklich nicht seins. Da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir natürlich hier im Rat Leute haben, die ihn da tatkräftig unterstützen. Vielleicht kann das sogar seine Frau. Da werden wir aber nochmal direkt drauf schauen. Okay, das heißt, wir werden hier natürlich mit ihm fortsetzen. Aber jetzt gucken wir nochmal hier weiter. Und zwar geht es ja hier noch um die ganzen Titel, die vererbt werden. Vielleicht sollten wir auch mal aus dem Schlachtengetümmel hier rausgehen. Das hätte ich eigentlich mal früher machen können. Also Entschuldigung dafür. So, also er erbt natürlich hier das Königreich von Frankreich. Ganz klar. Das können wir mal schließen. Und das Herzogtum von Valois. Das heißt, die restlichen Grafschaften hier noch. Er hat aber kein zweites Herzogtum. Und daran sieht man auch, dass natürlich hier die Einnahmen auch so ein bisschen schwinden. Wir haben seinen Bruder, Prinz Valeran, auf den wir nochmal schauen müssen. Das ist ja nur sein Halbbruder. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da zwischen den beiden so ein bisschen knirscht. Denn König Louis ist ein legitimierter Bastard. Und wir hatten ja schon, als die beiden Brüder hier noch kleine Kinder waren, gesagt, dass jeweils der andere, je nachdem wer dann den Thron besteigen wird, in diesem Fall ist es jetzt König Louis geworden, dass der andere bestimmt denkt, dass ihm das Ganze zusteht, ja. Er hat ja auch hier dieses geweihte Blut, ist der legitime Sohn von König und Königin, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier Prinz Valeran sich eigentlich als König sieht. König Louis kann seinen Bruder eigentlich ganz gut leiden. Das sieht hier aber ein bisschen anders aus auf der Seite von Valeran. Und Valeran ist sowieso ein sprunghafter Charakter, gierig. Auch das spricht dafür, dass er eigentlich diesen Königstitel gern selbst haben würde. Und auch er ist eigenwillig, also da kommen sie ganz nach ihrem Vater. Auch er hat eine Kriegsausbildung genossen, ist ein Fortner, okay, ja, und ist homosexuell. Das sollte man vielleicht auch nochmal anmerken. Er hat jetzt auch immer noch kein Kind gezeugt mit seiner Frau, wobei sie ist jetzt auch erst 17, die haben noch Zeit, aber das ist zumindest mal anzumerken. Wir schauen hier mal auf König Louis noch. Das sind jetzt hier die verlorenen Titel. Und sie haben natürlich noch einen weiteren Bruder, das ist der Prinz Simon. Und auch der, mit dem hat man vorhin ja zu tun, der hat den König ja vor kurzem erst gehuldigt. Der hat eine Grafschaft geerbt, aber kein Herzogtum oder sowas in der Art, soweit ich weiß. Ansonsten können wir da aber nochmal kurz mit drauf schauen. Wo haben wir das denn hier? Geschwister. Prinz Simon. Ja, der hat halt nur eine Grafschaft. Auch der, da er ja relativ arrogant ist, könnte man sich vorstellen, dass er vielleicht noch nach mehr trachtet. Aber ich sehe gerade, der ist einsiedlerisch geworden. Er zieht sich oft zurück. Schüchtern, einsiedlerisch, arrogant und unersättlich. Das ist aber auch eine Mischung. Okay, dann schauen wir hier nochmal auf die Abstammung und können das Ganze vielleicht nochmal verfolgen. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Herrscher hier schon mittlerweile gesehen. Wir gehen einfach mal rückwärts. König Simon, sein Vater. König Fabrice, Großvater. Und dann haben wir hier den Urgroßvater. König Mathieu. Hier, das war König Fabrice der Erste. König Pierre. Herzog Jocelyn. Da sind wir schon wieder in der Riege, die keine Könige mehr gewesen sind. Herzog Pierre der Erste. Und hier Herzog Nicolas. Da kann man nochmal sehen, Graf Jocelyn, wie alt die ganzen Charaktere hier geworden sind. Also 66, 65, ich glaube Herzog Pierre war der Älteste, ne? Mit 69. Ja. Also älter sind sie da nie geworden. Und dann werden wir das Ganze hier mal natürlich fortsetzen. So, wir haben auch einen neuen Erzbischof. Und wir sind über der Domänenschwelle. Das ist natürlich auch ein Problem. Nach Möglichkeit wollen wir hier natürlich auch keine abgeben. Und was wir, denke ich, als allererstes machen werden, ist, dass wir mal in diesen
Lebenswandel schauen. Er hat natürlich hier die Kriegsausbildung genossen, hat dann noch nicht allzu viele Punkte vergeben, aber da schauen wir direkt mal hinein. So, und man muss sagen, er persönlich ist ja ein religiöser Eiferer, da bietet es sich auch an, dass wir hier im Bereich Theologe vielleicht vorangehen. Wir können da wahrscheinlich eine Mischung machen zwischen Kriegsführung und Bildung. Interessanterweise ist er hier den Weg des Aufsehers gefolgt. Das heißt, da geht es vor allem um Kontrolle. Das bedeutet nicht, dass wir hier fest weitermachen müssen. Ich denke, da er vor allem ja auch den Krieg vorbereiten möchte in Al-Andalus, ich denke, das ist kein Geheimnis, bietet sich auch der Stratege an. Und ich denke, dass wir hier auch bei Stratege weitermachen werden. Wir gucken uns aber zumindest nochmal kurz an, was er hier ausgewählt hat. Dienst an der Krone gibt erstmal natürlichen Schrecken und Kontrollzuwachs. Und hier bei heimischen Herd verteidiger Vorteil. Wenn wir jetzt hier weitermachen würden, gäbe es sowas wie Härte erdulden, die Festungsstufe wird weiter erhöht und Armee Gold unterhalt minus 15% ist natürlich sehr gut. Strenge Organisation, mehr Kontrolle. Aber ich denke, wir bleiben hier oder wir gehen auf den Schwerpunkt Strategie. Da plant er einfach schon seinen Feldzug. Und dann werden wir hier diesen Baum, denke ich, fertig machen. Und wenn das fertig ist, denke ich, machen wir sogar den Schwenker zu dem Bereich Bildung und dann hier den Theologen. Das bietet sich einfach an bei so einem religiösen Eiferer. Gut, das heißt, das haben wir schon mal erledigt. Wir haben hier einen Erzbischof, der uns auch billigt. Das ist gut. Und unseren Rat müssen wir natürlich anschauen. Bisschen schade, dass wir uns natürlich jetzt aktuell immer noch in diesem Krieg hier befinden. Denn dadurch haben wir natürlich hier so geringe Einnahmen. So, wir schauen mal in den Rat hinein. Die sind ja auch alle nicht besetzt. Ja, das ist jetzt natürlich wichtig, dass wir da die Leute in den Rat holen. Und ich würde sagen, das, was uns jetzt natürlich sehr beschäftigt, ist die Verwaltungssituation, die Finanzen. Und da brauchen wir jemanden, der uns hier unterstützt. Schauen wir doch mal, wer da besonders begabt ist. Begabt ist wäre hier ein namenloser Ritter. Das ist natürlich so eine Sache, dass wir den hier einfach so in den Rat reinholen. Das wäre vielleicht ein bisschen merkwürdig, wobei wir sind ja auch eigenwillig. Von daher ist uns das wahrscheinlich sogar egal. Ich würde aber trotzdem eher hier auf die anderen Kandidaten mitschauen, die vielleicht sogar mächtige Vasallen sind. Denn ich denke, er ist ja nicht dumm. Er wird schon wissen, dass er da die Vasallen auch auf seiner Seite holen muss. Vor allem als junger Herrscher, ja. Wenn man dann so irgendwie spät eingesessen ist in seinem Amt und als Herrscher und da schon relativ etabliert ist, dann sieht das vielleicht anders aus. Aber das ist jetzt ja noch keine gefestigte Herrschaft. So, und hier hätten wir Herzogin Eschief. Da war aber das Problem, dass sie unbedacht ist und sie spendet gewohnheitsmäßig mehr Geld für gute Zwecke, als sie sich eigentlich leisten kann. Ja, und hier muss man natürlich sagen, das betrifft natürlich jetzt hier sie selber, macht sie das aber zu einer schlechten Verwalterin. Bin ich mir nicht so sicher. Sein Vater hatte sich ja aktiv gegen sie entschieden. Allerdings war er ja finanziell auch begabt, ja. Oder verwalterisch. Er hat dann gesehen, dass das vielleicht nicht so gut ist, die Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob der neue König das so kritisch sieht. Und sie ist jetzt auch hier die einzige mächtige Vasallin, die wir auf diesem Gebiet einsetzen können. Von daher denke ich, gehen wir diesen Kompromiss ein und werden das hier einmal dulden. Sollte es allerdings hier Probleme geben, dass wir sehen, dass sie, dass irgendwelche Ereignisse da ständig passieren, dass aus irgendeinem Grund wir Gold verlieren, dann werden wir uns das nochmal überlegen. Aber wir nehmen hier Herzogin Eschief. Die hat unseren Vater ja auch immer mal so ein bisschen herausgefordert. Da gab es mal ein Ereignis. Hier und da ein paar Spitzen. Ist die Frage, wie er das da mitbekommen hat. Wir werden das sehen. Jetzt gucken wir mal hier auf das Verhältnis. Das ist relativ neutral von uns aus betrachtet. Und dann werden wir sie hier einmal zuweisen. Okay, dann haben wir schon mal den ersten mächtigen Vasallen hier mit im Rat. So,
nächstes Amt ist der Ratsmarschall. Das ist natürlich für uns auch ganz wichtig, da kennen wir uns auch gut aus. Ich denke, Herzog Paillon hat hier seine besten Tage erlebt und wir werden hier jemanden einsetzen, einen höchst fähigen Mann, und zwar Graf Raimond von Coruna, der Volksheld. Und auch er ist ein Logistiker. Das ist auch interessant. Und mit dem werden wir uns sicherlich, ja, intensiv beraten, wie wir den Feldzug gegen Al-Andalus vorbereiten wollen. Das heißt, da muss ich gar nicht lange überlegen. Den nehmen wir ja auf jeden Fall mit rein. Man könnte natürlich hier noch überlegen, dass wir diesen Herzog Louis von Burgund nehmen. Aber er ist ja jetzt zumindest auch ein Graf geworden und viel fähiger. Und gerade was die Kriegsführung angeht, wenn man sich da selbst auch noch so ein bisschen auskennt und die Stärke da einschätzen kann. Ich denke, wir erkennen da vor allem sein Talent. So, also er ist hier zugewiesen. Dann der Ratskanzler ist natürlich für uns auch immer ein wichtiger Posten. Auch hier gucken wir mal, wer da kompetent ist. Ja, und wir könnten natürlich hier unseren Bruder nehmen, Prinz Simon. So einen arroganten Ratskanzler, der ein bisschen einsiedlerisch ist. Er zieht sich oft zurück und vernachlässigt seine Pflichten. Das ist natürlich nicht allzu gut. Ha. Andererseits hieß es ja, dass er hier eine graue Eminenz ist und mit seiner silbernen Zunge jeden Mann und jede Frau überzeugen kann. Das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Wen hätten wir noch? Herzog Guillaume von Flandern ist auch ein mächtiger Vasall. Ja, aber ich würde sagen, wir wissen schon um seine Eigenschaft hier, dass er halt seine Pflichten vernachlässigt. Und egal wie brillant er ist, wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt, dann kann er da auch nicht brillieren. So würden wir das wahrscheinlich sehen. Sodass wir hier einen Vasall hier oder einen mächtigen Vasall benennen werden. Und ich denke, dann nehmen wir hier Herzog Guillaume von Flandern. Genau, wir können auch hier diesen Bürgermeister nehmen, aber ich denke, einen mächtigen Vasall zu berücksichtigen, kann er nicht allzu verkehrt sein. So, was machen wir? Und jetzt natürlich noch der wichtige Posten des Ratsspitzels. Und auch hier gucken wir einfach mal, ob wir da ein paar fähige Leute haben. Wir haben hier Carlotte. Die ist jetzt einfach nur so ein Höfling. Hat hier ein 18er Ränkespielwert. Herzog Paillon ist mir halt mittlerweile schon zu alt. Den möchte ich da eigentlich gar nicht mehr zuweisen. Ja, hier auch wieder 62-jähriger Bürgermeister. Graf Waleran hat hier nur einen 11er-Wert. Das ist alles nicht so toll. Das heißt, wir könnten hier natürlich noch diesen Herzog Louis so ein bisschen zufriedenstellen. Der eventuell hier woanders noch besser aufgehoben wäre. Moment, was mich noch interessiert. Sie hat hier einen 6er-Wert, ne? Der Herzog Guillaume, wäre der da irgendwie noch geeignet gewesen hier als Ratsspitzel? Nee, die sind alle nicht. Sonst hätten wir vielleicht nochmal hier tauschen können. Okay, nee. Also ich hätte fast dazu tendiert, dass wir hier diese Carlotte nehmen. Aber die ist auch so rachsüchtig und ich glaube, die mögen wir auch nicht sonderlich. Von daher versuchen wir einfach mal hier einen Herzog zufriedenzustellen. Und den können wir auch ganz gut leiden. Und ein gutes Verhältnis ist ja bei diesem Amt auch sehr wichtig. Von daher wird hier Herzog Louis von Burgund dieses Amt innehaben. Und dann haben wir zumindest hier unseren Rat fertiggestellt. Sehr schön. Jetzt kommt natürlich das nächste Problem. Wir müssen schauen, dass wir hier irgendwie dafür sorgen können, dass wir hier nicht über der Domänenschwelle sind. Und ich denke, da bietet es sich an, einfach mal zu schauen, ob unsere Frau uns da unterstützen kann. Und wir blicken auch einfach mal auf unsere Frau. Das ist Königin Sophia von Frankreich. Die ist, untypischerweise, 2 Jahre älter als wir. Und ihr Vater ist ja hier König Ehrenfried von Deutschland. Von daher haben wir da natürlich ein inniges Verhältnis, ein festes Bündnis mit Deutschland. Sie selber ist nachsichtig, demütig und auch keusch. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Beide sind keusch. Da ist es gut, dass wir hier schon einen Sohn gezeugt haben, nämlich Prinz Simon. So, wir gucken mal, was sie noch so für Eigenschaften hat.
Sie ist nicht wirklich talentiert, aber durchaus gebildet. Ja, und das geht hier sicherlich auch wieder so ein bisschen in die Richtung des Theologen, könnte ich mir vorstellen. Sie hatte jetzt keinen großen Lebenswandel. Aber schaut mal, sie beherrscht richtig viele Sprachen. Sächsisch, Lechisch, Hochdeutsch und vulgär Französisch. Okay. Sie selber ist übrigens wunderschön, beziehungsweise hübsch, kerngesund und ein Kriegshöfling und ein Gelehrtenhöfling. Das ist klar. Hat sie irgendwelche Beziehungen? Nein, da sollten wir hier wahrscheinlich auch nochmal reinschauen, bei Beziehungen. Und wir haben hier drei Freunde. Ja, gut, dass wir hier Herzog Guillaume auch ein Amt gegeben haben. Der ist nämlich auch unser Freund. Wir haben hier Burgflat Ethelbert Dodder als Freund, auch interessant. Und Jordan, unseren Leibwächter. Leibwächter und Freund, auch interessant. Ja, das bedeutet aber auch, wenn wir hier jetzt mal auf den Rat gehen und hier auf Herrscher helfen gehen, wenn wir jetzt versuchen würden, hier auf Domainverwaltung zu stellen, dann hilft uns das auch nicht, weil sie da einfach so schwach in diesem Bereich ist. Das heißt, wir bleiben hier einfach mal generell auf Herrscher helfen. Und das bedeutet, wir werden hier wohl oder übel eine Domäne abgeben müssen. Und das muss ich mir dann nochmal ganz genau überlegen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einmal den Abschluss. Ich werde dann zu einer Entscheidung beim nächsten Mal kommen, wem wir diese ganze Domäne abgeben. Da könnten wir eventuell natürlich Familienmitglieder berücksichtigen oder auch Freunde, ganz klar. Und dann werden wir die ganzen restlichen Aufgaben angehen. Da gibt es ja nach so einem Machtwechsel hier immer sehr viel zu tun. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.